So, Gumberto sucht eine Freundin. Ich lebe allein auf der Isla Corsaria und es fehlt mir an nichts, außer... Ich hätte gern eine Freundin. Komm in die Höhle, dann erkläre ich dir die Details. Du triffst mich dort jederzeit im Lagerraum an. Wehe, ich muss jetzt dahin, um dann zurück nach Rohlingen zu fahren, um eine Freundin zu suchen. Dann hätte ich auch erst eine Freundin suchen können und dann dahin fahren können. Hm? So wie ich das Spiel kenne, muss ich nochmal zurücklatschen. Ja, Lucy, du bist auch leicht wie eine Feder. Da hält dein Stuhl auch einfach automatisch länger. Ich glaube auch, wir sind jetzt Parship. So, ich glaube, man hatte mir gesagt, dass ich jederzeit wieder dahin kann. Hi. Genau. Das ist tatsächlich mal ein schöner Shortcut. Ich möchte mein Auto bitte auch so gut wenden können. Flup! Das wäre teilweise echt praktisch. Also ich fange mit Sicherheit nicht an, im Stream zu flirten. Ich habe das nicht mehr nötig. Ich habe meinen Husbando hier schon sitzen. Aber wenn du das Bedürfnis hast, Leute anzuflirten, Shori, lass dich nicht aufhalten. Ich hätte Bartomb im Angebot. Oder Kupio. Alternativ kann ich mit Sicherheit auch Paracarry für dich wieder auftreiben. Der liegt noch irgendwo in der Ecke rum. Na? Wie wär's? Und einer von euch kann auch gerne den Kopf hier haben. Der ist cool. Ja. Ich nehme Irona. Ja, ist in Ordnung. Ich brauche die sowieso nicht mehr. Der Lagerraum. In der Höhle, hat er aber gesagt. Ist der Lagerraum jetzt hier hinten? Oder was würde ich jetzt als... Oh, ach nee, hier ist ja gar kein Schiff mehr. Never mind. Was ist denn der Lagerraum? Ist das der, wo wir unseren Fluch bekommen haben? Aber in die Richtung komme ich auch nicht mehr. Diese Höhle ist absolut unnütz. Schon. Haben wir das auch schon mal geklärt? Ich habe es bei Lucy erst gelesen, aber ich schieße mich an. Bitte nicht. Ist er nicht. Bitte scheiß dich auch nicht an. Ja, das hätte wahrscheinlich Kai geschrieben. Ich dachte gerade, du wolltest sagen, es hätte Kai gemacht. No! Ich sag mal so, Luxa, man kann natürlich auch über so Plattformen wie Twitch oder YouTube Partner oder Partnerin finden. Ich spreche da aus Erfahrung, ja. Aber das würde ich nicht öffentlich im Chat machen. Also da stimme ich dir zu. Also vor allem diese richtig ekligen Anmachversuche, die einfach nur cringe sind und sowieso nicht funktionieren, die natürlich erst recht nicht. Aber die ernsthaften Anmachversuche, die kann man ja auch whispern oder auf irgendwie Discord oder so verlagern. Aber wenn da jetzt zwei wirklich öffentlich im Chat anfangen, muss ich jetzt wieder ganz in den Dungeon? Anscheinend. Aber er sagte Höhle. Jo. Bin jetzt ja nicht blöd. Nö. Manchmal, aber meistens. Nicht jetzt. Ich bin meistens blöd? Meistens nicht blöd. Ah, okay. Und ausgewichen. Er kommt die Stufen einfach nicht hoch. Der ist zu klein. Tja. Ah! Ich glaube, habe ich letztens mal schon ein bisschen verkackt. Warum ist Yashiro auch so flutschig manchmal? So, und dann weiter in die Richtung. Aber es sind ja zum Glück nur zwei Sidequests. Das heißt, wenn die ein bisschen länger brauchen, ist jetzt auch nicht so dramatisch, weil danach können wir dann eben mit der Story weitermachen. Ja, bitte. Sachen im Wachdienst. Flirten die jetzt alle im Wachdienst auf Discord miteinander? Quasi. Wen muss ich jetzt shippen? Ali und Alex kannst du shippen. Ah! So ganz spontan einfach. Ich habe keine Ahnung, wie sie sich gegenseitig angewispert haben. Die Bromance. Aber die Bromance kannst du jetzt einfach mal shippen. Okay. In der Zeit suche ich dann mal den Lagerraum, ne? Beziehungsweise ich müsste ja eigentlich nur irgendwen finden, der hier rumsteht. Wobei, wenn noch mal eben kurz speichern. Also wie gesagt, wenn ihr innerhalb der Community irgendwen findet, den ihr toll findet, ist wunderbar. Aber ich würde es immer empfehlen, privat zu machen. Oh. Weil so gewisse Dinge
Über die redet man einfach im öffentlichen Chat nicht. Die Sache ist, wenn du den Shipping-Name aufschreibst, heißt das dann Alex. Ali Alex. Alex. Ja, Alex, gut. Alex. Die Sidequests führen zu seltsamen Gesprächsthemen. Ist Yoshiro gerade abgesoffen? Ja. Oh nein. Oh nein! Oh, ich musste hier lang, oder? Ja. Oh no. Dünn machen einfach? Weil das hat, glaube ich, nicht so gut funktioniert, ne? Nee. Ah, das war der Knopf. Ich hasse diese Stelle. Die Sache ist, wenn du eine Freundin gefunden hast, musst du doch sicher hier nochmal zurück, oder? Wahrscheinlich. Also irgendwie hat das Spiel so die Präferenz, dass man nochmal in Dungeons rennen muss. Und ganz tief in Dungeons. Ja. Also nicht nur, dass man dann... Ich finde immer, so eine Sidequest ist einfach, ja... Nicht, dass du nochmal den kompletten Dungeon machen musst. Deswegen ist das schon so ein bisschen... Nee... Oh, das war der falsche. Egal. Hat genug Schaden gemacht. Hatte den Finger halt leider schon auf X, dann dachte ich mir so, scheiß drauf. Problem ist, hier kommen noch ein paar mehr und ich kann nicht so viel machen. Aber ihr habt ja Zeit mitgebracht, oder? Nein. Nicht? Würdest du jetzt lieber was ganz anderes machen? Aber ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, aber es zwingt dich überhaupt keiner, hier dabei zu sein. Was haben wir mit ihrem Y-Knopf? Ich habe zumindest noch Platz für 2 Sternenpunkte da oben. Warum hat Makoto jetzt angefangen zu quieken, als ich auf die Kanone gesprungen bin? Vielleicht will sie auch auf eine Kanone springen. Ich weiß ja nicht. So. Hämmern wir das Ding erstmal weg. Aber hey, so kann man wenigstens noch ein bisschen Kampferfahrung nutzen. Das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte sammeln sagen, aber egal. So, schießt du jetzt noch welche? Ja. Ja. Auf dich einmal. Drauf. Und dich einmal weg. Der hochgestreckt hat. Das Ding fackelt doch da hinten sowieso gerade ab. Oh, jetzt nicht mehr. Da muss ich dir leider doch auf den Kopf springen. Auf Nachschub habe ich nämlich nicht so viel Lust, auch wenn mich gleich eins anfliegen wird. Konntest du einfach tot. Was hat die mit ihrem Y-Knopf? Will die mir sagen, ich soll Pokémon Y spielen? Bingo! Nicht, dass ich es gebraucht hätte, weil ich eh komplett voll bin, aber... Danke? Oder so? Heißt, von jetzt an wird alles besser? Ja. Oh. Ich bin an den Verdiensten vorbeigelaufen. Jetzt sind sie weg. Deswegen, liebe Kinder, lauft ihr in euren Verdiensten vorbei. Ja, Pokémon Y Monotype. Also irgendwann vielleicht mal wieder. Aber so irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben das gerade erst gemacht. Also was heißt gerade erst, aber ihr wisst schon. Oh. Kann man hier rüber mit Yoshiro? Ich glaube schon, oder? Ich meine schon, aber doch oben, oder? Ich sehe halt nur nicht so gut, wo die Kante ist. Ah ja. Da. Nee, du. Grad nicht. Was war hier hinter? Ist hier das Lager? Hier ist zumindest eine... Ich glaube da nicht. War es nicht weiter oben? Ich glaube auch. Ha. Die Dinge habe ich auch noch nie bekämpft in diesem Raum hier. Ich
habe auch irgendwie das Gefühl, weiter oben, weil weiter oben war eine Sackgasse. Das Problem ist, wie gesagt, wir müssen garantiert wieder zurücklatschen. Schwimmen musste man, glaube ich, gar nicht, weil man Schwimmen hier hinten erst bekommen hat. So, das ist jetzt für mich so der Lagerraum eigentlich. Warum? Alter, warum? Warum? Du hast also meinen Auftrag übernommen. Na, danke erstmal. Also ehrlich gesagt, auf dieser einsamen Insel fühle ich mich manchmal allein. Naja, Frauen lernt man hier nun mal nicht kennen. Höchstens mal einen Käfer. Mein Auftrag? Naja, finde ein Mädchen für mich. Du weißt schon, ein Girl. Hä? Mein Typ. Jünger als ich. Zierlich. Hübsch sollte sie sein. Ein hübsches Gumba-Girl. Das wäre super. Das schaffst du doch, oder? Und hättest du nicht in die Scheiß-Annonce reinschreiben können, damit ich jetzt nicht wieder zurücklatschen muss? Und meine neue Freundin? Ah, da ist sie. Ich mag kleine. Ein Yoshi? So geht das nicht. Hast du nicht zugehört? Ein hübsches Gumba-Girl. Was ist das denn für ein Typ? Voll daneben, echt. Das ist, wenn du jetzt Arona rausholst und da noch andere. Ja. Also ich glaube mal, ich hoffe mal einfach, dass ich tatsächlich nicht wieder raus muss und Gumbrina reicht. Würde ich jetzt aber auch vermuten, das, weil er gerade eben auch halt auf deinen Partner reagiert. Ja, dementsprechend, beruht, dass ich nicht wieder rausgeratscht bin, nach keine Ahnung wohin. Ich hätte schon gesagt, bleib mal stehen und rede mal mit Gumbrina. Das wäre halt echt mies gewesen. Ich latsch komplett wieder raus. Oh, ich hätte da bleiben müssen. Aber dann ist okay, wenn ich nur einmal latschen muss. Ah, da bist du ja, meine neue Freundin. Ah, da ist sie. So eine glamouröse. Eine alterne Diva? Und nicht mal ein Gumba? Also so geht das nicht. Hast du nicht zugehört? Ein hübsches Gumba-Girl, habe ich gesagt. Einmal bitte alle Partner durch. Was war das denn? Wird dieser Banause meine Anziehungskraft etwa nicht? Anziehungskraft. Die Bubziehungskraft? Ja, bin dafür, jetzt darfst du ihn mal reden. Okay. Ah, da bist du ja, meine neue Freundin. Ah, da ist sie und dieser Panz... Was, ein Cooper? Und auch noch zum Kerl? Also so geht das nicht. Also, wir sind ja wohl hier offen für alles, oder nicht? Ja. Hier fühle ich mich miserabel. Oh nein! Die Nein! Boah, oh nein! Weißt du, Irona war ja noch so ein bisschen... Was hat der Banause gesagt? Yoshi war so ein bisschen Baby-Rage. Und Kupio so... Oh. Feels Bien Man. Echt so, Kupio ist so richtig... Guckt euch mal Feels Bien Man an und Kupios Gesicht. Also ich glaube, Kupio ist richtig Feels Bien Man. Irona ist eher so Rage. Und Baby-Rage. Ja. Hi. Ah, da bist du ja meine neue Freundin. Da ist sie, aber was ist das eigentlich? Jedenfalls kein Gumba-Girl. So geht das nicht. Aber... Barbara True Waifu. Oh, Mario, an Typen wie diesem habe ich wirklich kein Interesse. Barbara ist eher so Fun-Genier. Ja. Oh, oh. Ah, da bist du ja meine neue Freundin. Ah, da ist sie. Was für ein erfahren... Ein alter Seebär. Das ist nicht dein Ernst. Was geht das nicht? Puh. Willst du etwas sagen? Du willst mich einfach mit so einer Landratte verkuppeln. Das ist Jan Schelle einfach. Ja, aber guck mal jetzt. Das ist schon nah dran. Ah, da bist du ja meine neue Freundin. Ah, da ist sie und dieses weiße Fell. Eine Maus? Das ist aber kein Gumba. So klappt das nicht. Schade, eigentlich hätte ich den ganz gerne mal eine reingehauen. Ich glaube, das wäre so Lull. Ja, sowas von Lull. Ah, da bist du ja meine neue Freundin. Ah, das ist sie. Was für eine Schönheit. Und dieser Pferdeschwanz. Oh, wirklich perfekt. Genau, was ich wollte. Also frisch ans Werk. Zeit für meine Liebeserklärung. Also, glaubst du an Liebe auf den ersten Blick? Also, ich glaube jedenfalls, dass das öfters vorkommt. Was soll das denn? Wenn du was zu sagen hast, dann sag es ganz einfach. Ich liebe dich! Ich glaube, wir sind füreinander bestimmt. Bitte bleib bei mir. Also, weißt du, was ist das? Ein Eis.
bin nämlich schon mit Mario zusammen. Das musst du... Entschuldige. Wie mies das ist, weißt du, er so ringt mir eine Freundin. Und Mario so, hier. Aber eigentlich ist das meine Freundin. Lol. Was? Der hat schon einen Freund? Ah, danke. Schon gut. Ist das jetzt mein... meine Belohnung? Antje! Irgendwie fühle ich mich schuldig. Aber dann, Mario, vielleicht sollten wir das hier nehmen als Honorar? Ein paar Mal. Okay. Also, lass uns gehen. Yay! Okay. Das war schon witzig. Aber das ist schon ein bisschen gemein, weil ich... Gut, er meinte ein Goomba-Mädchen und ich glaube... Wir waren hier nicht in Goomba-Dorf, oder? Im ersten Teil war Goomba-Furt, oder? Mhm. Dementsprechend gibt es natürlich hier auch nicht wirklich irgendeinen Ort, wo ich jetzt sagen würde, okay, da finden wir auf jeden Fall ein Goomba-Mädchen. Aber trotzdem, da muss ich jetzt auch erstmal drauf kommen, dass du quasi schon alles fertig hast für deinen Auftrag. Ich überlege gerade, haben wir jemals ein anderes Goomba-Mädchen außer Goombrina gesehen bisher? Vielleicht gibt es nur männliche Goombas und eigentlich ist das hier auch Goombio mit Pferdeschwanz. So, Goombario. Hieß der so? Mhm. Ach, Goombio, Goombario. Alles das Gleiche. Wenn es halt... Wobei, die Oma. Wenn es halt so zwei Charaktere gibt, die sehr ähnlich sind, weiß ich nie, wie die heißen. Kupio, Koopa. Ich weiß auch nie, ob sich Koopa mit... Ich glaube, Koopa schreibt sich normalerweise mit A und dann hier mit ER? Mhm. Keine Ahnung. Ach ja. Bevor ich gleich den ganzen Weg wieder zurücklatschen muss. Warum bin ich jetzt von dem Stein abgerutscht? Der Stein war rutschig. Dass die Goombas nur aus Männern bestehen. Und alle 10 Jahre wird ein Weibchen geboren, das dann die Anführerin aller Goombas wird. Ach so ist das. How does this even work? Wait. Oh. Irgendwie dachte ich gerade, ich wäre falsch gelaufen, weil ich noch nie aus dieser Richtung gekommen bin. Okay. Goomba-Rudos. Manchmal enttäuscht mich Yoshiro. Ach ja. Ich lass das lieber. Der kommt ja keine Vorsprünge hoch. Aber hier kommen ja erstmal keine mehr. Er guckt halt auch noch so gequält beim Laufen. Hä? Er muss sich halt immer richtig anstrengen dafür. Er guckt halt angestrengt, aber nicht gequält. Ich bin einfach zu schnell für die Pflanzen. Okay. Dann haben wir das zumindest auch. Mhm. Dann jetzt zur Mafia. Um mit der Geschichte weiterzumachen. Die Sache ist, zu welcher Mafia muss ich eigentlich? Zu der in Westend oder in Ostend? Ausprobieren. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt in Ost. Nee. West. Ich meinte auch West. Okay. Weil ich glaube, da mussten wir am letzten Mal auch hin. Ich glaube, wir haben bei der anderen... Warum? Das frage ich mich auch. Okay, dann bin ich wenigstens nicht alleine damit. Warum bist du weiter hinten gelandet? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, am letzten Mal musste ich auch dahin. Im Westen steht Impergator. Ja. Woher war das nochmal? Aus dem Anime oder aus Pokémon Stadium? Ich hätte jetzt Anime gesagt, tatsächlich. Wo genau? Das ist eine sehr gute Frage. Ist das aus der Kampfzone aus den Anime-Folgen potenziell? Also Stadium hatte halt auch sehr coole Sprüche, aber... Doch, in der Johto-Staffel, im Sumo-Turnier. Na gut. Ja.
Wir müssen mal im Pokémon-Anime weitergucken. Ja. Wir haben nämlich so ein bisschen in die Pokémon-Sonne- und Mond-Pokémon-Liga reingeguckt, weil das eigentlich immer ganz cool ist. Bitte nicht spoilern. Nee. Aber irgendwie, da wir aktuell immer sehr viel zocken, kommen wir gar nicht so wirklich dazu, irgendwas anderes zu machen. Ups. So, wir kommen von der Arbeit. Wir essen. Fire Emblem! Schlafen. Oder an freien Tagen, wir stehen auf. Frühstücken, machen noch ein paar Kleinigkeiten. Fire Emblem! Stream. Fire Emblem! Schlafen. Das muss man auch so betonen. Ja. So. Ob die böse sind, dass ich ihre Mauer gesprengt habe? So, wie gesagt, er wollte mich ja eigentlich nicht mehr sehen. Jo. Oh no! Gut, sie haben gesagt, dass er flach liegt, aber oh no! Oh, Palmina! Seht euch den Boss an. Die Traum, seine verlorene Tochter, hat ihn krank gemacht. Um Anzo war wie ein Sohn für ihn. Seitdem er weg ist, liegt der Boss nur noch rum. Für die Räuberbande sind goldene Zeiten angebrochen. Und abgesehen davon, was wollt ihr eigentlich vom Boss? Naja. Was, ihr wollt eine Fahrkarte für den Glimmerliner? Ihr wollt eine Fahrkarte? Jo. Sehr interessant. Aber wir können ja da leider gar nicht mehr helfen. Darum müsste sich schon der Boss selbst kümmern. Oh, Palmina. So habe ich den Boss noch nie gesehen. Wenn wir wenigstens wüssten, wo Palmina sich aufhält, ging es ihm sicher besser. Palmina und Romanzo sind doch die beiden, die auf der Isla Corsaria waren, oder? Was? Was sagt ihr da? Ihr wisst, wo Palmina ist? Jo. Wirklich? Wenn du lügst, mach besser ein Testament, bevor die dich zu fassen kriegen. Okay. Wenn du wirklich weißt, wo sie sind, bringen sie schleunigst her. Wir würden auch gehen, aber wir können den Boston ja nicht so alleine lassen. Genau, wenn ihr ihm seine Tochter wiederbringt, dann sorgen wir dafür, dass ihr eure Fahrkarte bekommt. Bitte. Ja, ich war ja erst gerade dort. Wusste ich's doch. Ihr seid eben echte Kumpel, also wir zählen auf euch. Das Positive ist... Das Gute ist, die stehen wenigstens nicht im Dungeon, die stehen davor. Das ist so ein bisschen der Lichtblick. Im Dungeon stehen würde, hätte ich dir vielleicht auch gesagt, dass du vielleicht einmal kurz mit der Mafia sprechen solltest. Ja, das ist ja okay. Kann ich bitte diese Tür öffnen? Nein. Okay. F. Yoshi. Wie gesagt, ist doch jetzt nicht so schlimm, eben wieder zurückzulatschen. Also ich finde, nach Isla Corsaria kommt man tatsächlich noch mit am besten, weil ich nicht in den Untergrund muss, sondern eben einfach nur zum Hafen. Also das geht. So aufwendig ist es jetzt nicht. Direkt am Anfang des Gebietes. Wenn die jetzt im Dungeon gewesen wären, ja. Aber so finde ich es eigentlich ganz okay. Ja, und der denkt sich auch so, hallo, waren wir da jetzt nicht gerade erst? Und wieder umdrehen. Ja. Ooh.